wäre echt nervig lang. Das Kreuz ist verbrannt. Ja, dann aber. Hoppi, galoppi. Du bist eine Ratte. Und er läuft einfach weg. Hier ging eine Tür auf. Safety first. Hier ging eine Tür zu. Moin moin, liebe Leute. Wir sind zurück bei Phasmophobia. Heute zu zweit. Ja, wir spielen das Tanglewood House auf Anfänger, denn wir haben hier einen blutigen Anfänger dabei. Erste Mal PC eigentlich. Willst du Hallo sagen? Hörst du mich? Perfekt, wir haben keinen Sound. Hörst du mich? Ich höre dich. Ach, Herrgott nochmal. Ich dachte schon, wir haben keinen Sound. Ja, ich höre dich. Hörst du mich denn auch? Ja, ich höre dich super. Ja, weil eben war nämlich nichts. Da habe ich die ganze Zeit gefragt, ob du mich hörst. Ja, ich habe gesagt, dass wir heute zu zweit spielen mit der Jatze und ob sie vielleicht Hallo sagen will. Hallöchen. War doch fest schon drauf, oder? Ja. Ja, okay. Und halt, dass du blutiger Anfänger bist, komplett am PC. Ja, überhaupt, ja. So, so wir müssen wollen wir denn mal loslegen? Ja, wir müssen eine Kerze ausblasen lassen. Ich habe das Feuerzeug, glaube ich, nicht mitgenommen. Nee, ich habe wieder nur das Nötigste eingepackt, mehr oder weniger. Okay. Aber wir können die Quest mit dem EMF-Reader sowieso machen. Ja. Und den Geisteszustand, weiß ich nicht, ob wir das versuchen wollen. Also dann werden wir bestimmt sterben. Auf jeden Fall, ich sowieso. Okay. Dann machst du das. Ja, toll. So, der Geist heißt. Genau, der Geist heißt Mark Harris. Wolltest du. Achso, gut, du nimmst EMF. Nimm ich noch die Kamera. Ja. Was noch? Nimm noch das Buch. Ja. Es schneit. Der Geist ist hier vor der Haustür. Ich habe 8,3 Grad. Mensch, jetzt geh rein da, Alter. Willst du die Tür aufmachen? Mach dit. Ich vergesse mal, wie das war, ey. ich krieg es immer nicht hier, diese blöde Tür, ey. Ja, die klemmt ein bisschen. Vor. Die ist ja schon älter. Alter, vor Schönheit hier. Oh, wir haben hier im Flur, hatte ich gerade 6 Grad. Aber vielleicht kam das... Jetzt bin ich bei 22. Mark. Mark Harris, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich laufe hier schon wieder überall gegen. Bestimmt im Keller. Hast du eben was gehört? Diese Tür. Ja, ich kämpfe gerade mit der Tür. Mark Harris, gib uns ein Zeichen. Mark Harris, wo bist du? Ich habe in dem Waschraum, da wo die Waschmaschine und der Trockner stehen, da ist eine Wirbelsäule. Okay. Mark Harris, gib uns ein Zeichen. Ich habe was gehört, das ist... Ich glaube in der Küche. Sicher? Ja, ich habe hier 13 Grad. 12. Ja, 13 ist ja jetzt warm, nicht kalt. Ja, ist in der Küche, er schmeißt hier mit Sachen.
Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Ach ja. Oh Gott. Ja. Was ich da machen hier? Ich komme schon. Ja, grüß dich. Ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Was? Ich habe gedacht, du erschreckst dich. Ja, ja, hab ich gedacht. Okay, also 10 Grad. Bis 0 bin ich noch nicht gekommen. Ja, der ist bestimmt im Keller, ey. Nein, der ist hier in der Küche. Hä, nein, da hat aber nichts angeschlagen. Nee, IMF ist nur, wenn Interaktion ist zum Beispiel. Es geht eine Tür auf und du stehst an der Tür, dann geht er an. Ja, toll. Wo stelle ich denn die Kamera hin? Also er schmeißt hier hin und wieder in der Küche Sachen rum. Echt, ja? Wie hieß der nochmal? Mark Harris. Mark Harris. Gib uns ein Zeichen. Ich hole noch mal Sachen aus dem Auto. Wir haben, glaube ich, keine Orbs. Du findest die Taste für den Funk nicht, oder? Ach so. Wie lege ich das Buch nochmal hin? Mit F. Du musst halt gucken, dass du irgendwo zum Beispiel hier am Tisch bist. Dann wird das so weiß schimmernd. Genau. Ja, ich stand zu weit weg. Schreib ins Buch. Suchst du? Ah, ich dachte, du suchst irgendwas. Nee, ich pack die. Ich wollte die Kamera nochmal umpacken. Weil er hat ja die blaue Tasse hier vorne umgeschmissen. Was hat er umgeschmissen? Hier vorne so eine blaue Tasse. Da. Marc, schreib ins Buch. Also wir waren an die 0 Grad, aber noch kein Minus. Dann können wir ja jetzt mal ins Ding gucken, beim Wagen, oder? Mark Harris. Minustemperatur. Schreib ins Buch. Okay. Lauf nicht weg. Doch, du stinkst. Hell, gar nicht. Ich habe gestern geduscht. Ja, das riecht man. Könnte auch vorgestern gewesen sein. Ah, oder schon länger. Also der Verfärbung meinen Klamotten nach. Ich habe das Licht ausgemacht gehabt, dass man die Orbs besser sieht. Gibt ja keine. Also bis jetzt sieht man keine. Ja, ich weiß nicht, da an der Terrassentür auf der Höhe ist halt hin und wieder was, aber das könnte auch eine Schneeflocke sein. Ja, das ist eine Schneeflocke. Glaube ich. Also ich sehe jetzt weder Dots noch Orbs. An der Tür oder so war der noch nicht dran, ne? Ich habe noch gar nichts von dem mitgekriegt. Ah, der hat voll lange Sachen umhergeschmissen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich nehme mal ein Kreuz mit rein. Mach mal. Willst du die Kamera mitnehmen? Dann kannst du schon mal die Wirbelsäule abfotografieren. Wie fotografiert man denn überhaupt? So wie du Rechtsklick. Ja, so. Also rechte Maustaste müsste das sein. Ich versuch's einfach. Wo war die Wirbelsäule nochmal? Im Waschraum, hinter der Küche quasi. Jetzt haben wir schon mal ein Kreuz.
Gott, hab ich mich erschrocken. Ich war's nur. Kannst du nicht den Ton ausmachen an der Kamera? Warum sollte ich? Weil ich mich erschrocken hab. Ja und? Schreibt ins Buch. Also Fingerabdrücke habe ich bis jetzt keine, aber er fässt ja auch nichts an. Er hat schon wieder was geschmissen, hast du es gehört? Ich weiß noch nicht, was. Jetzt hat er die Gabel bewegt, den Löffel, meine ich. Wo bist denn du hin? Ich bin im Keller. Der ist hier übrigens voll aktiv gerade, also er schmeißt immer wieder was. Wir haben Fingerabdrücke. Ah, immer fünf. Ich. Gibt's ja gar nicht. So, also was hat. Gefriertemperaturen und Dings. Fingerabdrücke. Es könnte wieder ein Dämon sein. Was für ein IMF hattest du? Du hattest IMF 5? Hab ich doch gesagt. IMF 5. Dann haben wir einen Djinn. Alter, bist du blöd oder was? Hab ich doch gerade gesagt. Hab ich dir nicht zugehört. Ja, wie immer. Toll. Hier, nimm mal deine Medikamente. Du bist schon wieder doof. Ja, warte. Hä, wir sind doch fertig. Ach nee, wir müssen jetzt noch. Jetzt geh weg. Na, das mit dem Geisteszustand, das kriegen wir nur ohne Pillen hin. Aber dann müsste halt Durchschnitt sein. Aber ich würde sagen, wir können ja noch die, wir können Salz noch verteilen. Dann können wir davon Fotos machen, das bringt Geld. Und ja, vom Geist können wir auch ein Foto machen. Aber das kann, ja. Wieso, wir können den doch triggern. Wenn da zwei Kreuze liegen, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ja, das hatten wir schon mal. Eins habe ich da. Hatte ich hier nochmal eins. Okay, ich warte. Ey, ich muss heute ins Bett legen. Ich komm da, ich hab ich gesagt. Also er ist hier auch öfter an dem Waschraum dran, ne? Muss ich jetzt mal ein Foto, ne? Genau, wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Und hier, Fußabdruck. Fotografier mal schnell. Sonst zählt er nicht mehr. Ah. Oh. Das Licht hat geflackert. Mark Harris. Schluck Kaffee. Nein, danke. Möchtest du was essen? Nein, auch danke.
Jetzt ist er hier hinten durchgelaufen. Mark Harris, zeig dich. Ich habe jetzt hier halt nichts mehr. Du hast die Kamera. Du kannst ja mal hier bleiben. Gucken, ob der, wenn er kommt, machst du ein Foto. Und ich guck mal wegen den verfluchten Gegenständen. Ja. Was ist denn das für ein komisches Geräusch bei dir? Ich weiß halt gar nicht, wo die hier sind. Alter, ich sehe nichts. Ah. Kommt wohl nicht. Hast du einen Namen schon gerufen? Nee, wie ist er nochmal? Mark Harris. Mark Harris. Zeig dich. Mark? Mr. Harris. Mark? Mark? Wo bist du? Mark? Ich weiß zwar, wie die Sachen aussehen, ich weiß aber nicht, wo die hier in dem Haus sind. Mark? Zeig dich. Mark? Mark? Auch nix. Hallo? Ist hier jemand? Ah, du Doofkopf. Hallo? Manchmal sprechen die Geister auch über Funk. Ja, genau. Hallo, Mark? Bist du da? Ja, wo war ich denn jetzt noch nicht? Im Keller. Oder hier vorne? Zeig dich, ich möchte ein Foto von dir. In dem Keller war ich schon. Eine Garage. Der Spiegel oder... Die Musikbox vielleicht. Mark? Oder hier in der Küche? Kommt irgendwie nicht. Licht flackert. Also ich weiß nicht, wo die Sachen hier sein könnten in dem Haus. Bis auf eine Stelle vom Spiegel weiß ich. Aber ich finde jetzt auch nichts. Hier waren, glaube ich, Karten, ne? Ups. Mark? Hallo? Oder ist hier so ein Beschwörungszirkel? Mark. Dass ich da eiskalt rübergelaufen bin. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Mark! Hey Mark! Bist du zu Hause? Mark? Wo bist du? The person you called is not available. Das gibt's doch nicht. Muss doch irgendwo. Was gibt's denn noch? Gibt den Circle. Mark, du da? Das Ouija-Brett, die Spieldose und die Los, Puppe. Hey, so schüchtern. Mal ran auf den Meter hier. Versuch's mal mit Erscheine. Erscheine, Mark. Erscheine. Hä, hey, ich find nix. Warte mal, hier hinten kann das Ouija-Brett sein. Und in die Schränke? Ja,
Ist hier jemand, hallo? Hallo. Und wo rufst du denn, du Feigling? Da, wo die Türen aufgehen. Meinst du, der ist gewandert? Hier ging eben eine Tür auf. Was hältst du deiner Hand? Man sieht gar nichts. Hallo, Mark. Hier ist warm. Wo bist du? Mark Harris, gib uns ein Zeichen. Mark. Wo bist du? Mark. Nee, der ist immer noch in der Küche. Hier sind minus 6 Grad. Mark Harris. Willst du fürs Foto mitkommen? Kommst du mit? So ein kleines Problemchen mit meinem Bein. Mark. Also er ist immer noch in der Küche. Mark? Mark! Erscheine. Mark Harris. Schreib ins Buch. Ach nee, geht ja gar nicht mehr. Ah. Mark? Hier ist irgendwo ein Wasserhahn an. Mark Harris, erscheine. Zeig dich. Komm raus. Ne, er wird, wenn, dann wird er hier in der Küche kommen. Mark Harris? Marky! Mark, zeig dich! Mark Harris! Was glaubst du, wer du bist? Der ist voll langweilig, ey. Ja, du Langweiler, was glaubst du, wer du bist? Ich bin ein Fuchs. Mark Harris. Mark Harris, komm raus, zeig dich. Oh, Aktivität, Licht flackert. Mark? Mark Harris? Mark Harris, zeig dich. Mark Harris. Mark Harris, komm raus. Zeig dich. Erscheine. Aber wenn man hier nur so einen blöden, verfluchten Gegenstand hätte, um ihn so ein bisschen zu reizen, den Mark. Mark Harris, schreib ins Buch. Mark Harris. Mark Harris. Mark Harris, komm raus. Zeig dich. Erscheine. Der ist ja echt nervig lang. Das Kreuz ist verbrannt. Ja, dann aber. Hoppi, galoppi. Du bist eine Ratte. Und er läuft einfach weg. Hier ging eine Tür auf. Safety first. Hier ging eine Tür zu. Und was? Wegen dir konnte ich jetzt kein Bild machen. Warum nicht? Mach ja, doch auf. Genau, ich mache ein Bild.
Ja, weil du mich eingesperrt hast, du Jaffel. Ja, hättest du schnell ein Foto gemacht? Ich hab versucht rauszukommen, bevor der mich kalt macht. Mark Harris? Bist du da? Mark Harris, Ich zeig hoffe, der dich. ist dick. Mark? Ja, trau dich, Mark Harris. Wir haben keine Angst. Nur ein bisschen. Bleib schön vor mir. Mark? Mark Harris. Ja, aber der hat sich nicht Langweilig. einmal gezeigt, bis das Kreuz verbrannt ist, ne? Nee. Marky Mark. Mark Harris, Mark Harris, Mark Harris. Hello. Nur ein Foto. Hallo? Uhu. Du bist Ich komme selbst nicht eingesperrt, lauf hinterher. weg! Nein, Ich krieg die nein, Tür nein, nicht nein. auf! Komm raus, komm raus, komm raus! Oh ja, ich sehe es. Ich nehme die Kamera. Und die Taschenlampe. Kann ich nicht nehmen. Jasmin! Bist du im Jenseits angekommen? Jasmin, bist du tot? Bist du im Jenseits? Ich versuche dich anzufunken. Jasmin, over. Sprich durch die Geisterbox. Geht das? Du kannst mich wahrscheinlich hören, wenn du in meiner Nähe bist. Ich dich aber nicht. Ich würde eigentlich gerne mal testen, ob das geht, ob du jetzt als Toter durch die Geisterbox quatschen kannst. Foto angucken hier. Knochen? Fingerabdrücke. Ich hätte nicht mal einen Geist fotografiert. So, ich fahre zurück zur Basis. Ja, war schön mit ihr. Schade, dass es schon weg ist. Hey, wir hatten recht, es war ein Djinn. Ja, ich dachte, du wolltest das mit der Geisterbox ausprobieren. Ich habe mich nicht mehr reingetraut. Ich bin dir die ganze Zeit hinterhergelaufen, dann bin ich wieder reingegangen, als du gesagt hast. Kannst du noch mal sterben und wir testen das? Arsch, ey, ich hatte Angst. Ah. Ja, tut mir leid, dass du gestorben bist. Also wenn der Hand hält, geht die Tür zu. Und wenn du es nicht, Ja, ich weiß. Aber genau. was soll ich machen, wenn ich nicht mehr rauskomme? Brauche ich auch nichts machen noch. Du hast noch die Möglichkeit, dich im Zimmer zu verstecken. Ja, wenn der genau vor mir ist, habe ich ja keine Chance. Du hast ihn übrigens nicht fotografiert. Ja, toll. Also das war eine Folge Phasmophobia mit Jasmin. Ja, ersten Runden ist leider gestorben. Allerdings, wir hatten natürlich schon eine Runde, wo ich ihr ein bisschen erklärt habe, wie das Spiel überhaupt funktioniert, die Steuerung ein bisschen erklärt habe. Da hat sie überlebt. Tower ist aber auch noch lustiger, weil ich sie mehr verarschen konnte. Da muss ich auch gleich alles rausholen. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Wir werden noch ein paar Runden machen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.